Albanien, erstes italienisches Schiff mit 16 Migranten angekommen. Krieg in der Ukraine. Russische Armee greift Süden der Ukraine an. Die ersten Asylbewerber aus Italien sind mit dem Schiff im albanischen Hafen von Schengen angekommen. Ihre Asylanträge werden nun in Albanien bearbeitet. An Bord des Schiffes befanden sich 16 Männer, die auf See gerettet wurden. Sie flohen aus Libyen. Die Männer werden einer Gesundheitsuntersuchung und einem Identifizierungsverfahren unterzogen und anschließend in ein Lager in Giada, wenige Kilometer vom Hafen entfernt, gebracht. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni eröffnete am Freitag offiziell die beiden Zentren, in denen Italien tausende Asylbewerber aufnehmen will. Das Zentrum in Giada hat zwar eine Kapazität von 3000 Menschen, wird aber vorerst mit 400 beginnen und in einigen Wochen auf 880 aufgestockt. Die Zentren sollen nur erwachsene Männer aufnehmen. Frauen, Kinder und andere schutzbedürftige Personen sollen in Italien untergebracht werden. Max. Die EU-Mitgliedstaaten haben womöglich einen Fortschritt in ihrer Migrationspolitik erreicht. Das Thema steht nun auf der Tagesordnung des Europäischen Rates. In einem Brief an die Hauptstädte schlug Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor, Rückführungen zu beschleunigen und Auffanglager in Drittländern zu eröffnen. Damit schloss sich die Kommissionspräsidentin der Forderung von 15 Mitgliedstaaten an, Menschen in sichere Drittstaaten zu überführen. 17 Länder forderten außerdem, Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, schneller abzuschieben. With the return hubs, there's a key question is whether the EU member states will find willing partners in order to establish those return hubs, and more than that, also to figure out ways to get countries of origin and transit to comply in terms of readmission. In Frankreich will der neue Innenminister, der Einwanderung zu seinem Steckenpferd gemacht hat, undokumentierte Migranten tröpfchenweise regularisieren. In Polen erwägt Ministerpräsident Donald Tusk die vorübergehende und teilweise Aussetzung des Asylrechts, um die illegale Einwanderung zu bekämpfen. Tusk hat dazu die Zustimmung der EU eingeholt. Russland und Belarus werden beschuldigt, den Zustrom von Schutzsuchenden zu inszenieren, um die Europäische Union an der polnischen Grenze im Rahmen eines hybriden Angriffes zu destabilisieren. Deutschland hat seinerseits wieder Grenzkontrollen eingeführt und die Niederlande haben eine Opt-out-Klausel für die europäischen Asylregeln beantragt. This is extremely problematic. The right to asylum is a fundamental right that cannot be suspended even in times of politically declared crisis. It is protected under EU law and international law, but also by the Polish constitution, which shows that this is not a migration issue alone, but it's a broader rule of law issue. Ungarn oder Italien wurden in der Vergangenheit wegen ihrer harten Linie in der Migrationsfrage kritisiert. Nun scheinen die anderen Mitgliedstaaten allmählich auch in diese Richtung zu rücken. Bei russischen Angriffen auf den Süden der Ukraine sind in den letzten Tagen mindestens 3 Zivilisten getötet und Dutzende weitere verletzt worden. In der ukrainischen Stadt Mykolaiv starb infolge eines russischen Raketenangriffs mindestens eine Person, 23 weitere wurden verletzt. Infolge des schweren Beschusses brach auf einem Markt ein Großbrand aus, der eine Industrieanlage, Einzelhandels- und Gaststättenbetriebe sowie ein Wohnhaus beschädigte. Bei russischen Angriffen auf die ukrainische Stadt Cherson wurden 2 Menschen getötet, wie örtliche Behörden mitteilten. Russische Streitkräfte haben bei einer speziellen Militäroperation innerhalb von 24 Stunden ukrainische Truppen und Infrastruktur in 129 Gebieten angegriffen. Dabei sind mindestens 500 ukrainische Soldaten getötet worden. Polen will seine Grenzen zu Russland und Belarus besser schützen.
Ministerpräsident Donald Tusk kündigte am Montag an, dass der Bau des sogenannten Ostschilds früher als geplant beginnen wird, nämlich Ende dieses Jahres statt Ende 2025. Mit diesem Projekt werden die militärischen Befestigungen und andere Verteidigungsmaßnahmen an der polnischen Ostgrenze auf einer Länge von rund 800 Kilometern verstärkt. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich 4 Jahre andauern. Tusk war am Montag auf einem Trainingsgelände, wo Teile der neuen Infrastruktur getestet wurden, und betonte, dass es Teil einer gemeinsamen Anstrengung mit den baltischen Staaten und Finnland ist. Cieszę się, że tarcza wschód rusza, tak na serio. Jest to wspólne przedsięwzięcie nie tylko polskie, ponieważ ono jest połączone także z wysiłkiem państw bałtyckich, jeśli chodzi o bałtycką linię obrony, Finlandia. Tusk sagte, dass er in naher Zukunft in Brüssel über die europäische Finanzierung des Projektes sprechen werde. Potencjał bojowy. Russland könnte bis zum Ende des Jahrzehnts einen Angriff auf die NATO durchführen, warnte der Chef des deutschen Auslandsgeheimdienstes Bruno Kahl. Er sprach diese Warnung bei einem Treffen mit den führenden Spionagechefs im Deutschen Bundestag aus. Ob wir wollen oder nicht, wir stehen in einer direkten Auseinandersetzung mit Russland und die Feinderklärung hat Putin längst gegenüber uns vorgenommen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wies die Äußerungen zurück. Es sei unlogisch, dass Moskau gegen das Bündnis vorgehe, sagte er. Die Sicherheitslage in Deutschland ist weiterhin angespannt. Russlands Krieg in der Ukraine stelle die europäische Ruhe und Ordnung in Frage, sagte die deutsche Innenministerin Nancy Faeser. Hinzu kommt, dass Russland Geheimdienste einsetzt, um Deutschland auszuspionieren. Der neu ernannte NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat bekräftigt, dass das Bündnis bereit sei, sein Territorium zu schützen und weiterhin in die Verteidigung zu investieren. Er erklärte, die NATO sei bereit, sich jedem Feind zu stellen und werde alles Notwendige tun, um zukünftige Angriffe abzuwehren. Rutte sagte auch, dass die Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland weiterhin oberste Priorität für die Allianz haben wird. 15 Kandidaten. Die Republik Moldau wird am Sonntag gleich zweimal wählen. Es wird über die Präsidentschaftswahlen des Landes und ein lange erwartetes Referendum über die EU-Mitgliedschaft abgestimmt. Rund 5,6 Millionen Stimmzettel wurden am Dienstag für die Wahl und das Referendum gedruckt. Zum ersten Mal werden sie nicht nur auf Rumänisch, sondern auch in 5 Sprachen ethnischer Minderheiten zur Verfügung stehen: Russisch, Ukrainisch, Gagausisch, Bulgarisch und Romani. Der Ausgang des Referendums wird darüber entscheiden, ob der EU-Beitritt ein verfassungsmäßiges Ziel sein wird. Ein Ja könnte zu weiteren Spannungen zwischen der pro-westlichen Regierung und der moskaunahen Region Transnistrien im Osten des Landes führen, die pro-russische Separatisten kontrollieren. Die amtierende Präsidentin Maya Sandu, die die EU-Mitgliedschaft Moldaus vehement befürwortet, liegt jüngsten Umfragen zufolge im Präsidentschaftswahlkampf vorne und rechnet mit einem positiven Ausgang des Referendums. Die Mehrheit der Bevölkerung Montenegros, etwa 41%, identifiziert sich laut der am Dienstag veröffentlichten Volkszählung als Montenegriner. Das sind weniger als bei der letzten Zählung 2011, als noch 45% diesen Status angaben. Die Zählung, die im Dezember letzten Jahres stattfand, zeigt auch einen Anstieg derjenigen, die sich als Serben bezeichnen, um 4%. Diese Gruppe macht jetzt 33% der Bevölkerung aus. Die ethnische Zusammensetzung des kleinen Balkanstaates ist ein sensibles Thema, da die Ergebnisse oft politische Konsequenzen in der Region haben. Montenegro war der letzte Staat, der sich 2006 vom ehemaligen Jugoslawien trennte. Die aktuellen Volkszählungsergebnisse haben weiterhin Einfluss auf die politischen Ziele pro-serbischer und pro-montenegrinischer Kräfte. Die EU-Länder wollen ihre Grenzwerte für die Luftverschmutzung verschärfen.
Das haben die Umweltminister der EU-Länder auf der Tagung des Umweltrates in Luxemburg entschieden. Somit wollen sie sich den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation annähern. Einige Länder äußerten jedoch Bedenken. Zum Beispiel sagte Malta, dass es unmöglich sei, den neuen Grenzwert für Stickstoffdioxid fristgemäß einzuhalten. Deutschland hingegen begrüßt eine Klausel, laut dem die Regierungen die Frist bis 2040 verlängern können. Außerdem will die Bundesregierung Fabrikschließungen und Verkehrsverbote vermeiden. Sie fordert eine Bestätigung der EU-Kommission, dass sie nicht dazu gezwungen wird. Das Lumière Film Festival 2024 in Lyon hat begonnen und bringt Weltstars zusammen. Mit restaurierten Klassikern und Retrospektiven wird die Kunst des Kinos gefeiert. Euronews Kultur hat sich mit ein paar Superstars unterhalten und sie gefragt, welcher Film es war, der sie zu ihrer Karriere inspirierte. Il y a certainement mon film préféré qui est le Chantons sous la pluie, qui est vraiment un film de grand, grand spectacle, tant dans sa panavision que son technicolor et les chorégraphies et la musique. C'est Bébert et l'omnibus qui m'avait fasciné parce que j'étais un enfant et cet enfant qui faisait un peu les 400 coups m'avait vraiment donné. C'est la magie du cinéma, c'est la première fois que ça m'a vraiment atteint. C'est un film qui représente le patrimoine parce que c'est la Dolce Vita. Voilà. Auch in seiner 16. Ausgabe feiert das Lumière Film Festival die reiche Geschichte des Kinos, kombiniert mit einer Hommage an die Superstars der großen Leinwand.